Die Geschichte von Maria, die Maria und die Parasiten, das ist eine Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Es gibt sogar eine Studie darüber, weil Maria ist eine Forscherin. Und diese Maria, ich skizziere sie hier mal aus dem, was ich so noch im Gedächtnis habe. Diese Maria hat eine Studie gemacht und in dieser Studie ging es nämlich auch um, was viele von uns interessiert, Parasiten. Und sie ist in das indonesische Hinterland gegangen mit verschiedenen anderen Forschern und hat geforscht. Und ja, über was hat sie geforscht? Nämlich über die Parasiten. Und genau, und wie das so, wie so ein Parasit aussieht, das skizziere ich mal hier für euch, der genau wie ich so gewisse Assoziationen treffen mit dem Wort Parasiten. Und für uns sehen Parasiten ja wahrscheinlich irgendwie so aus. Ja? Das sind so die Parasiten und das ist so unser Bild, was wir von den Parasiten haben und was grundsätzlich erstmal negativ geprägt ist. Parasiten, das sagt schon das Wort irgendwie, das ist nicht gut. Und ja, und die Forscherin ist nun in das indonesische Hinterland gegangen und hat ein paar Kinder genommen. Und da gibt es sehr, sehr viele im indonesischen Hinterland. Und ja, und diese süßen kleinen Kinder, verzeiht mir übrigens, wenn die Farben, die ich male, jetzt vielleicht nicht euren assoziativen Gedächtnis entsprechen, weil ich habe es nicht so viele Farben, ich nehme aber unterschiedliche Farben, weil ich habe irgendwo gehört, dass wenn viele Farben im Spiel sind, dass das die Menschen erfreut. Also es gibt dann eben diese kleinen süßen Racker im indonesischen Hinterland. Ne? Und die kleinen indonesischen Racker im indonesischen Hinterland, die haben jetzt nicht so viel Geld und laufen meistens barfuß rum. So. Und ich mache das nicht aus gesundheitlichen Gründen, auch wenn das gesundheitlich positiv ist, aber sie haben einfach ja, keine Notwendigkeit, kein Geld, wie auch immer, die kleinen Racker laufen da barfuß rum. Und dann ist es eben so, dass durch das Barfußlaufen, dass da eine gewisse ein gewisser Parasit, sogenannte Hakenwürmer, da leichtes Spiel haben. Weil diese Hakenwürmer, ich skizziere die einfach mal hier. So, diese Hakenwürmer, wie der Name schon sagt, haben sie einen Haken. Diese Parasiten, also das sind jetzt hier die Parasiten. Nur, dass man das auch mal dann genau benennt. Das sind die Parasiten und das hier, das sind eben die Kinder. So. Und da begibt sich eben Folgendes, wenn man eben so die Kinder so durchs indonesische Hinterland streifen und die Parasiten auf unten auf dem Boden überall auch durch die Gegend streifen, dass dann irgendwann dieser Haken hier irgendwann den Weg in den Fuß des Kindes findet. Hier rein. So, das ist der Parasit. Der geht sozusagen in diesen Fuß hinein. Und was macht er in dem Fuß? Weil der Parasit komplett passt jetzt so nicht rein. Aber durch den Haken passiert Folgendes. Was setzt er hier in den Fuß? Die kleinen Parasitenlarven in den Kindsfuß. So, was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Dass die Larven gehen über das Blut, also die gelangen sozusagen über das Blut in die Lunge. Die Lunge, das kennt jeder von uns, das ist quasi das Organ, mit dem wir atmen. So, das ist also jetzt die Lunge. Das heißt, die Larven gehen hier rein, gehen durch die Haut, gehen ins Blut, vom Blut in der Lunge. In der Lunge machen diese Larven von den Parasiten Folgendes.
die lösen, die bilden einen Schleim und lösen einen Hustenreiz aus. Und dieser Hustenreiz führt dann dazu, dass wir Schleim in unserem Mund haben. Und ja, und in diesem Schleim, könnt ihr dreimal raten, sind diese Parasitenlarven. Und ja, und was machen wir mit dem Schleim? Oder was machen die Kinder oft mit dem Schleim? Ja, manchmal spucken sie ihn aus, aber oftmals schlucken sie ihn auch einfach hinter oder bleibt ein bisschen im Mund und sie essen was. Und wie dem auch sei, irgendwann schaffen es diese Hakenwürmer bzw. die Larven der Hakenwürmer, schaffen es dann irgendwann letztendlich ja, in unseren Darm. Ich glaube, das kann man hier noch alles lesen. So. Das heißt, die Hakenwürmer sind von dem Darm und was machen sie im Darm? Da werden dann neue Hakenwürmer draus. So. Und dann beginnt das Spiel irgendwann wieder von vorne, wenn diese dann irgendwie rauskommen aus dem Körper. Oder wenn sie, ja, generell ist es dann nicht nur, dass sie Hakenwürmern kleine Kinder befallen, sondern die Hakenwürmer oder Parasiten gibt es überall. Wir haben unglaublich viele Lebewesen auf diesem Planeten. Man muss sich mal vergegenwärtigen, auf 1 Millimeter, also in 1 Millimeter unseres Darms, leben mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. In 1 Millimeter. Das ist unglaublich. Wir sind ein riesen Fundus an Lebewesen. Wir sind ein riesender wandelnder Zoo. Ein wandelnder Zoo könnte man sagen. Faszinierend, echt faszinierend. Und auch wichtig, dass man sich das mal vergegenwärtigt, dass wir nicht nur Mensch sind, sondern alles, was wir denken, was wir sind, sind eigentlich andere Lebewesen. Und sollten wir den Versuch unternehmen, was dann auch Maria getan hat. Achso, ich habe ihren Namen ja gar nicht hingeschrieben. Mensch, Maria, das ist Maria. Und sollten wir den versuchen, alle Lebewesen von uns zu lösen, dann sind wir tot. So, aber soweit ist Maria nicht gegangen, sondern sie hat diese Kinder, die aufgrund dieser Zusammenhänge mit Parasiten befallen sind, mit Würmern, in dem Fall den Hakenwürmern, sie hat Folgendes gemacht. Sie hat ein schlaues Buch genommen und hat eine Parasitenkur gemacht. Oder vielleicht irgendwo einen Kurs gelesen oder vielleicht hat sie das auch in ihrem Studium gelernt. Wie auch immer, sie hat die Kinder entwurmt. Sie hat eine Parasitenkur gemacht. Und dann hat sie quasi die Kinder unterteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat sie eben entwurmt und die andere hat sie nicht entwurmt. So. Und dann ja, hat sie, wie es halt so für Wissenschaftler üblich ist, mit der Lupe drauf geschaut, wo sind denn die Unterschiede, insbesondere eben auf die Gesundheit. Darum geht es ja letztlich, dass wir alle danach streben, möglichst viel Gesundheit zu haben. So. Und ja, wie hat sie das gemacht? Also sie hat quasi die Zellen des Immunsystems isoliert. Wie sie das gemacht hat, das steht in dem Buch, was ich euch wie gesagt unten auch verlinke, wo auch die Studie enthalten ist und auch diese Zusammenhänge nochmal schön dargestellt sind. Sie hat diese Zellen, die es da so gibt, die hat sie dann isoliert, und also die Zellen des Immunsystems, und ja, hat die dann ausgewertet. Was da erstmal losgelöst, einfach so biochemisch ausgewertet, und sie hat einen hohen Anteil von Immunglobulinen entdeckt. Also das schreibe ich vielleicht mal hin, weil das der ein oder andere dann googeln möchte. Das sind die sogenannten Immunglobuline. Und dieser Anteil war extrem hoch, vor allem in der Gruppe der nicht entwurmten Kinder. Bei den entwurmten Kindern, ja, war der Anteil eben nicht so hoch. Und das normale äthiopische Hinterlandkind, also dieses hier, das wird nicht entwurmt. Das lebt einfach so in den Tag hinein. Und da gibt es keine Parasitenkur oder sowas. Und die sind eigentlich alle, wie diese hier, einfach ja, mit einem hohen Anteil an Immunglobulin versehen. Was bedeutet denn das? Was sind denn Immunglobuline? Das sind quasi Antikörper, die im Dienst des Immunsystems stehen. Das klingt gar nicht so verkehrt. Und ist es auch nicht. Denn dann hat man, wo man das
gesehen hat und erkannt hat, dass obwohl diese Menschen, diese kleinen Menschen, diese süßen kleinen Menschen so mit Parasiten befallen sind, in dem Fall jetzt hier mit den Hakenwürmern, obwohl die ständig im Schmutz spielen und essen, wo noch Dreck dran ist und auch Parasiten in den Körper kommen, haben sie ein viel stärkeres Immunsystem. Und dann hat man natürlich sofort, dann hat man das sofort verglichen. Dann hat man Vergleiche angeführt. Und das ist interessant. Das, jetzt wird es spannend. Hat Vergleiche angeführt. Und da kamen verschiedene Punkte raus. Man hat sie verglichen mit dem normalen Kind in Europa, was natürlich sehr, sehr hohe Hygienestandards hat. Und hat verglichen, wie so das Immunsystem eines europäischen Kindes dem gegenübersteht des indonesischen Hinterlandkindes. Und dann hat man Folgendes festgestellt. Also wenn man dieses Immunsystem vergleicht von Europa, nein, mit europäischen Kindes und mit dem indonesischen Hinterlandkind, dann hat man festgestellt, wenn man das in Relation setzt, dass das Immunsystem des europäischen Kindes quasi nicht existent ist, wenn man das in Relation setzt mit dem Immunsystem des Hinterlandkindes. Das ist, die Forscher waren begeistert, diese Begeisterung ist auch schön in dem Buch dargestellt. Die Forscher waren begeistert und haben gesagt, wie kann denn das sein? Wie kann denn diese Kinder, die im Schmutz spielen, die mit Parasiten befallen sind, wie kann denn das sein, dass diese Kinder so ein starkes Immunsystem haben? Denn da kam das nächste. Diese Kinder, diese indonesischen Hinterlandkinder, die hatten quasi keine Allergien. Das gab's da nicht. Oder das gibt's doch nicht. Die haben keine Allergien. Nichts von all dem, was unsere hypersensiblen Kinder heutzutage alles an Allergien haben. Es gibt doch kaum noch ein gesundes Kind. Und wir impfen ja wie die Wanis, um eben das Gute ist. Aber genau das Impfen, das tut das Immunsystem künstlich aggressiv gestalten, sodass gegen alles und jeden Rabatz macht und nicht auf natürliche Weise durch eben natürliche Parasiten. Und ja, und deswegen sind unsere Kinder so erkrankt, weil sie eben nicht mehr den Zugang zur Natur haben. Und man hat dann die Kinder so, ja, und auch die Erwachsenen dann geschaut, was da so, wie die Raten sind an verschiedenen Krankheiten, und generell die Kinder dort sind viel weniger krank. Und eins war noch ganz, was ich mir gemerkt habe, ihr könnt auch in der Studie nochmal selber nachlesen, ihr könnt das Buch mal lesen, sehr sehr interessant, da ging es ums Asthma, auch eine Sache, die Asthmaraten sind ja explodiert, die sind ja explodiert in den letzten Jahren, das ist ein exponentielles Wachstum, was Asthma angeht, bei unseren Kindern. Und ja, und beim Asthma war es dann eben so, dass die Asthmarate der Kinder, die war niedriger als alles, was man irgendwie kennt. Man hat dann sogar ganz spezielle Bevölkerungsgruppen genommen, wie zum Beispiel, vielleicht kennt ihr einer von euch, das sind die Amischen. Die Amischen, das ist so quasi so eine Glaubensgemeinschaft, die nur natürlich lebt, also auf den ja, in Gemeinschaften auf dem Land und ganz ohne Pestizide, ohne alles, so ganz natürlich lieber, so eine richtig, ja, und selbst die haben eine höhere Rate an Asthma als die indonesischen Hinterlandkinder, also die Kinder von den Amischen. Und das Kuriose, und jetzt ist es halt so ein Ding, wo ich einfach sage, hey, das regt an, das inspiriert. Der Test, wie sie den Asthma getestet haben, der funktioniert wie folgt. Also, ich habe leider hier keinen Platz mehr, sonst würde ich es noch aufmalen. Also, es beginnt damit, dass ein Kind rennen muss. Es muss rennen. Und zwar eine gewisse Zeit, um dass dann irgendwann ein Puls erreicht wird. Und so misst man, funktioniert dieser Asthma-Test. So. Und das hat man natürlich, ja, das funktioniert wunderbar in Europa, in Amerika, überall funktioniert das. Und nun hat man das auch versucht bei den indonesischen Hinterlandkindern zu machen und hat die da rumgewetzt, dass die da rennen sollen und ja, diese armen, wurmbefallenen, parasitenverseuchten Kinder, und die sind da gerannt
Bloß die haben den Puls nicht erreicht. Die sind einfach viel zu fit gewesen, viel zu fit, um diesen Test überhaupt erfolgreich zu machen. Und deswegen musste man den Test modifizieren, damit man überhaupt testen könnte, wie wenig Asthma diese Kinder haben. Das ist unfassbar. Und was ich euch ja, was von dieser Geschichte lernt, von der Maria, der Forscherin, die danach die Studie publiziert hat, bei PubMed einsehbar. Wie gesagt, ich habe unten das Buch verlinkt, wo alles enthalten ist. Was wir daraus lernen, ist Folgendes. Parasiten, die müssen nicht schlimm sein. Ich habe das schon mal erwähnt. Die Indianer haben die geringste, den geringsten Grad an Autoimmunerkrankung und den höchsten Wurmbefall. Es ist ganz wichtig zu begreifen, wir, unser Körper muss im Einklang mit der Natur stehen. Und das bedeutet im Einklang mit allen Lebewesen, die es gibt. Und es gibt immer eine goldene Mitte. Natürlich gibt es schädliche Parasiten. Ja? Überhaupt keine Frage. Es gibt eben auch nützliche Parasiten. Und es ist wichtig, im Dreck zu spielen und auch was zu konsumieren, was nicht hygienisch einwandfrei ist. Und daher einfach so ein bisschen die Sensibilisierung etwas relaxter an die Sache, an das Thema Parasitenwürmer heranzugehen, sich nicht verunsichern zu lassen. Viele Menschen wollen Geld damit verdienen, passt bitte auf, lasst euch nicht verunsichern. Natürlich, einige Dinge sind vollkommen korrekt, das ist ja meistens so bei den Sachen, wo man Geld damit verdient, dass einige Sachen korrekt sind und darauf baut man einige Dinge auf, die eben hinzugefügt sind und die dann das Geld eben machen, indem man zum Beispiel, egal, ich will da gar nicht ins Detail gehen, ich wollte nur euch ein bisschen eine Geschichte inklusive eben auch der Quelle einfach mal an die Hand geben, um zu sehen, dass man das Thema Parasiten aus verschiedenen Richtungen beleuchten sollte und nicht immer nur aus der, die sind schlimm und die schaden uns. So viel dazu. Ich bin wieder gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Christian. Guten Morgen!